Wer bist du? Wer bist du? Einfach, wenn du dir denkst, das Kind lasse ich nicht auf die Welt kommen, weil es kürzere Arme hat. Und das nächste wird dann noch wohl passen. Das nächste Kind wird wohl in Ordnung sein. Ich glaube, so geht's einfach nicht. Du kannst nicht sagen, bei dem gefällt mir das nicht. Also probieren wir ein neues aus. Das geht nicht. Ja, am Anfang klammert man sich halt irgendwo an jeden Strohhalm, den was man irgendwo zugesteckt kriegt. Aber das mit den Jahren lernt man das zu akzeptieren und damit zu leben. Es ist schon öfter an mich herangetragen worden, sozusagen die Situation mit dem Gideon, die wird euch ja total zusammenschweißen. Das entspricht nicht der Realität. Gideon am Heimweg vom Unterricht. Er mag es, wenn ihn sein Vater von der Schule abholt. Von dort nach daheim ist es zum Glück nur ein Katzensprung. Hallo. Oh. Hi Gideon. Für die Kappe. Um Therapieeinrichtungen und Klinik leichter zu erreichen, sind Gideons Eltern vom Außerfern nach Innsbruck übersiedelt und haben alle Ersparnisse zusammengekratzt, um für Gideon eine behindertengerechte Wohnung zu finanzieren. Und die Hose. Der Umzug in die Stadt bedeutet mehr Lebensqualität für die ganze Familie. Auch mehr Zeit für Gideons Bruder Bastian. Nichts Auffallendes haben die Ärzte am kleinen Gideon bis zum Alter von 6 Monaten gefunden. Erst dann hat sich langsam jene Dysfunktion des Gehirns bemerkbar gemacht, die Gideon sein weiteres Leben hindurch begleiten wird und ihn von Klinik- und Therapieeinrichtungen abhängig macht. Wenn ich jetzt dran denke an die Zeit früher, wenn ich mit dem Auto, mit den Buggys und mit den Hilfsgeräten ins Auto und dann irgendwo auch den Platz finden, wo ich mit Borde wieder irgendwo fahren kann oder, und das kann ich da einfach jetzt sehr viel, spielt sich bei uns einfach im Haus und ums Haus ab. Und da kehrt einfach eine gewisse Ruhe ein, von dem her schon. Ein Rodelhügel direkt neben der Terrasse etwa macht es möglich, dass Gideon auf seine Weise zum Wintersportler wird. Gideon, super, ab! Jawohl! Oh, ja, oh, schafft er. Eieiei. Gideon, ha? Ui, geht das dahin. Ei. Und stopp. Oh. So. Ha? Gut, ich komme. Wie man Gideon helfen, seinen Zustand verbessern kann, darüber wird bei den Eltern oft heftig debattiert. Das ist schon, wir haben schon unsere Auseinandersetzungen, aber ich denke mal, Auseinandersetzungen sollte ja möglich sein. Es schaut so aus, dass die Helga sehr stark alle therapeutischen Sachen verfolgt und einfach einen starken Glauben darin hat, dass man mit sehr viel Therapie dem Gideon sehr viel Gutes tut. Und in dieser Richtung bin ich nicht so starkgläubig. Das führt auch zu Problemen, weil natürlich die Helga mir vorwirft, dass sie die therapeutische Seite vernachlässigt. Nein, aber du gibst es so an, also wie ich dir vorschreibe, wie du mit ihm umzugehen hast. Das ist aber nicht, oder? Ich empfinde es schon manchmal so. Belli, Bella, Schöne, wird die 20-jährige Isabella von ihren Eltern genannt. Unter der Woche ist Belli liebevoll betreut im Seraphischen Liebeswerk in Innsbruck. Freitagnachmittag kommt ihr Angebeteter, der Vater, und holt sie heim zur Familie.
Isabellas Eltern betreiben ein Gasthaus, den Kirchenwirt in Thiersee. Auch wenn hier am Wochenende Hochbetrieb ist, Isabella gibt den Ton an. Seit langem eingespielt ist hier der Tagesablauf. Und wir haben uns einfach den Arbeitsaufwand so geteilt, dass halt ich meine Sachen mache, wenn er nicht zuständig ist. Und aber einen Großteil macht mein Mann mit der Isabella. Und deshalb gibt es bei uns keine Konflikte. Isabella hat uns eigentlich schon mehr zusammengeschweißt, dass wir auseinander tun, sagen wir mal so. Ja. Ein strahlender Vater voller Freude über seine süße kleine Tochter. Isabella, die gerade zu laufen beginnt. Dann eine Gehirnhautentzündung, die alles verändert. Der Herrgott wird schon gewusst haben, warum er gerade uns dieses Schicksal zugeteilt hat, ist Isabellas Mutter überzeugt. Und wichtig ist, dass man Humor nicht verliert. Ja, man muss das Beste daraus machen, aus dieser Situation. Und das, glaube ich, ist das, was das ist. Dass man einfach halt dann das Leben leichter nimmt, wenn man sich da zur Sache stellt. Das haben wir eigentlich vor der ersten Stunde gemacht. Wenn man auch die Tragweite nicht gewusst hat von der Behinderung. Das erlebt man dann erst später. Aber ich glaube, man wächst in die Situation rein. Max, Grillwürstel, zweimal Hirschmetallion und einmal Tiroler Grässel. Mach mal einfach wieder. Schön. Trotz Hochbetrieb in der Gastwirtschaft, Isabella lässt ihren Vater nicht aus den Augen. Solange er Braten, Schnitzel und Soßen vorbereitet, hat sie ihren Stammplatz in der Küche. Ja, das ist toll, geht schon. Jawohl. Geht schon, nix aus. Das Mädchen im Rollstuhl im Küchenbetrieb zwischen Zwiebeldämpfen und Pfannenabwasch. Niemand findet was dabei, auch nicht das Personal. So, geht's wieder. So, jetzt ab. Ja, so geht's wieder. So, schön herrichten. Was ist anders? Das ist ja überhaupt nichts anders. Nur, dass sie halt nicht selber essen kann und nicht reden kann. Aber wir können uns ja mit ihr verständigen. Also da ändert sich nichts. Und ich habe mit einem gesunden Kind habe ich auch die Probleme. Was weiß ich, der will da stehen und da stehen und da stehen hin und die habe ich mit ihr auch nicht. Das ist der Vorteil. Mitleid habe ich nie gehabt mit ihr. Das war das Letzte. Man hat manchmal eine traurige Phase, wenn man sich denkt, sie ist krank und man kann jetzt ja nicht so schnell helfen, wenn sie mal wirklich krank ist. Aber nicht, dass, ob sie heute das Leben anders erleben könnte, wenn es gesund war. An das denkt man da gar nicht. Wir haben ja sehr viel ermöglicht. Wir können ja sehr viel ermöglichen. Weil wir unter die Leute gehen. Wir haben keine Angst mit der Behinderung, dass die Leute sie sehen. Hauptsache der Mogi ging mal wieder, oder? Der Mogi mal ging ja. Die Freiheit mit ihr, das ist für mich das Wichtigste. Einfach die Freiheit. Und dass man sich einfach über so Kleinigkeiten freien kann, wie sie jetzt die Isabella über irgendwelche kleine Geschichten frei und wirst da lachen rum, das ist schon schön. Ja, das kann man lernen. Weil viele Leute meinen, sie müssen etwas Großartiges haben, dass sie sich freuen können. Und das ist aber nicht so. Sollte sie viel öfter über kleine Sachen freuen. Erstens kriege ich vom Gideon ein frohes Lachen, wenn es ihm gut geht. Und ich kriege aber nicht nur vom Gideon was, sondern ich habe natürlich für mein Leben auch in Bereichen wesentlich mehr Zeit gewonnen, die ich, wenn ich voll im Beruf stehen würde, nicht hätte. Gideons Vater ist Freiberufler, Bauingenieur. Gleich wichtig wie seine Arbeit ist ihm sein Anteil an Gideons Betreuung. Klar, dass er deshalb Abstriche machen muss beim Klettern auf der Karriereleiter. In unserer Gesellschaft wird halt sehr vieles im Grunde über materielle Sachen bewertet. Und da kommt als erstes, ja, was tust? Und dann kommt natürlich, wie viel verdienst du dabei? Und mit diesen grundlegenden Fakten kann ich natürlich nicht sehr hoch punkten. Da tritt eben der Wertewandel hinein, dass ich mich deswegen versuche, nicht als minderwertiger Mensch zu sehen, nur weil ich derzeit für Beruf nicht so viel Energie und nicht so viel Zeit habe und aufwende. Man lernt das, wenn man ein behindertes Kind hat, dass man da eine andere Stärke entwickelt. Und es ist nicht so wichtig, was die anderen sagen. Wichtig ist, dass es ihnen selber gut geht.
Am besten geht's Lisa auf der Koppel bei ihren Pferden. Die Mutter des vierjährigen Felix denkt nicht daran, auf ihr Vergnügen zu verzichten, sich aufzuopfern, weil Felix anders ist als andere Kinder. Ich glaube, der Felix hat viel mehr von mir, wenn ich auch zufrieden bin, wenn ich auch glücklich bin. Ich bin ja auch glücklich, dass ich einen Felix habe, aber ich glaube, jeder braucht etwas für sich selber. Ganz für sich selber. Felix, zurzeit angehender Radioreporter, hätte eigentlich gar nicht auf die Welt kommen sollen, wäre es nach der Empfehlung der Ärzte gegangen. Denn schon in den ersten Schwangerschaftsmonaten war klar, dass er behindert sein würde. Wenn auch nicht, wie sehr. Ob sie es je würden lieb haben können, stark genug wären, alle Schwierigkeiten durchzustehen, das unbekannte, unvollkommene Wesen in Lisas Bauch? Das habe ich im 5. Monat habe ich erfahren. Da war ich allein bei der Frauenärztin. Und sie hat natürlich auch nicht gewusst, wie weit die Behinderung ist, wie sie heißt, die Behinderung. Man hat nur eine Seite gesehen, dass da der Arm kürzer ist. Die andere Seite hat man nicht gesehen. Und so hat sie mich nachher wieder heimfahren lassen. Da haben wir in Frankreich gewohnt. Und da bin ich 20 Kilometer allein heimgefahren. Meine zwei Hunde haben mich nachher begrüßt. Und der Michael war in Genf. Der hat irgendwo gearbeitet und ist dann erst spät die Nacht heimgekommen. Und dann habe ich ihm das gesagt und wir waren unheimlich traurig. Wir waren wahnsinnig traurig, haben aber nicht gemeint, dass man das Kind jetzt abtreiben könnte. Das haben sie uns dann am nächsten Tag gesagt. Und dann ist zu der Trauer noch ganz was anderes dazugekommen. Eine Angst. Eine Angst, dass wir etwas entscheiden müssen. Dass wir darüber entscheiden, ob unser Kind lebt oder nicht lebt. Es war mir damals, glaube ich, lieber gewesen, dass man das gar nicht entscheiden hat müssen. Sondern nur wissen, er ist behindert. Wir haben 14 Tage Zeit gekriegt, wir haben zur Ethikkommission gehen müssen. Die hat in Felix noch einmal einen Ultraschall gemacht. Auf dem Ultraschall hat man dann in Felix ganz genau schon gesehen mit 5 Monaten. Jetzt Haare um den Mund rum und die Lippen. Und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir 14 Tage Zeit zum Überlegen. Sie geben die Abtreibung frei, also von ihnen aus ist kein Problem. Jetzt müssen wir entscheiden. Dann haben sie uns noch gesagt, dass es ein Bub ist. Und dann hat das natürlich noch viel mehr Persönlichkeit gekriegt, das Kind. Das war plötzlich ein Bub und dann haben wir ihm schon einen Namen gegeben. Und dann war das unser Felix. Und dann haben wir entschieden, kurz vor Weihnachten, dass er auf die Welt kommt. Wobei wir davor oft daran gedacht haben, dass es besser ist, er kommt nicht auf die Welt. Es ist immer wieder einmal ein bisschen aufgetaucht, es meinem lieben Mann nicht anzutun, so ein Kind auf die Welt zu bringen und wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie das Ganze weitergeht. Aber das kann man sich auch mit einem gesunden Kind nicht vorstellen, wie es weitergeht. Wie er heraus gewesen ist, wir in der Hand gehabt haben nachher. Und weil wir eigentlich nicht mehr auf die Idee gekommen, irgendwo zurückzudenken, es war anders gescheiter gewesen. Das hat es eigentlich kein einziges Mal mehr geben. Felix, ein Überlebenskünstler, ein Glücklicher eben, trotz kürzerer Arme und krummer Beinchen. Der ist auf Zack, ja. Der ist auf Zack. Und wir unterstützen ihn auch nie in seiner Behinderung. Wir sagen auch nie, dass er irgendwas nicht kann oder dass er irgendwas nicht machen soll. Er macht alles. Und wenn er etwas nicht kann, dann weiß er es selber. Und dann macht er es nicht. Aber ich helfe dir nicht. Ich weiß, dass ich kann. Ja, was soll er? Papa, wenn du mir mal auf die Schulter tust, dann warst du einfach nieder und ich selber auf die Kacke. Genau, das tun wir das nächste Mal. Wenn man eine Familie hat, muss man immer irgendwo verzichten. Aber für mich ist es nicht so schlimm. Es ist kein Verzicht in dem Sinn, weil auf der anderen Seite tue ich ja wieder alles, was ich will. Musik.
Neben der Sorge ums behinderte Kind eigene Bedürfnisse nicht übergehen, sich einen Freiraum schaffen ist wichtig, um fit zu bleiben für den Alltag. Kluges Management ist nötig, wenn das gelingen soll. Ja, aber sie ist auch unter der Woche nicht da, Isabella, durch das, dass sie in der Schule ist oder in der Arbeitsstätte. Und da kann man sich dann schon selber sich was aneignen, bestimmte Sachen, dass man wandern geht oder Sport betreibt oder eben das da tut, was man halt gern tut oder ein bisschen malt oder was man halt gern machen tut. Ich habe auch viele Freunde, die sich auf das hingearbeitet haben, dass sie sich unter der Woche einmal Zeit nehmen für mich und nicht nur am Wochenende, wo halt viel was unternehmen. Und das klappt eigentlich sehr gut. Ihr persönlicher Freiraum für Helga Frischmann ist aus der Unterricht als Biologielehrerin an der Abendschule. Hier arbeitet sie gerade an der Vorbereitung, während Gideon am Vormittag in einer Integrationsklasse der Volksschule Hötting ist. Helga Frischmann hat Freude an ihrem Beruf. Sie möchte nicht darauf verzichten. Dass Gideon in der Schule weder lesen noch schreiben lernen wird, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, geborgen sein unter Kindern, die ihn einfach so nehmen, wie er eben ist. Also ich bin sicher nicht die, die zu Hause ist, und ich bin da sicher total unglücklich, wenn ich nur meinen Männern hintenher räume und putze und versorge, und das bin ich nicht, das will ich auch nicht sein. Und im Prinzip sehe ich auch nicht ein, warum das mit einem Kind, das nicht den normalen Entwicklungslauf machen kann, macht halt einen anderen, warum das nicht möglich sein sollte.